Vier Teenies haben sich übers Internet zum Geocaching verabredet. Das ist eine Art elektronischer Schnitzeljagd. Was geht? Hi. Und jetzt sind sie voll froher Erwartung auf die kommenden Abenteuer. Und ihr? Seid ihr öfter zusammen unterwegs? Du meinst die Geocache-Nummer? Mhm. Nee, nicht, das ist eher sein Ding. Habt ihr auch die Nightshot-Tour gemacht? Ja, die Gegend ist der Hammer. Ja. Und die Tierknochen-Cache, die fand ich irgendwie strange. Ja, die waren eklig. Was macht ihr sonst so, wenn ihr nicht gerade mit irgendwelchen Typen im Wald rumlatscht? Und wie steht ihr selbst zum Geocaching? Ich habe davon schon gehört, vor dem Lesen des Drehbuchs, habe mich aber selber damit überhaupt nie beschäftigt. Also ich kenne auch so die alten Schnitzeljagden, die ganz normalen mit Zettel finden und dann zum nächsten Ziel. Ich selber aber als Josephine interessiere mich dafür gar nicht. Also vor dem Film habe ich es nicht gemacht. Ich wusste zuerst gar nicht, was das war. Thorsten hat mich da eingeweiht. Und ich muss zugeben, seitdem bin ich ganz gut dabei und mache meine kleinen Mikro-Caches. Geocaching, also den Begriff konnte ich mir vorher was vorstellen, ja. Aber ich weiß nicht, ob ich schon mal vorher davon gehört habe. Ich wusste vor allem nicht, dass erwachsene Menschen sowas machen, ja. Und genauso wie meine Figur Thomas habe ich das für ziemlichen Schwachsinn gehalten, ja. Vielleicht bin ich ja deshalb gecastet worden, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls hat es mich noch nie interessiert. Wow. Im Forum haben die ein ganz schönes Geheimnis gemacht um den Cache. Dabei scheint die Route gar nicht so kompliziert. Ich meine, zwei Koordinaten und zack. Und das, obwohl er schon über ein halbes Jahr versteckt ist. Unterwegs in den weiten Wäldern der Pfalz zum per GPS auffindbaren Schatz. Die elektronische Jugend in Aktion. Ist dein GPS wasserdicht? Gibt's Freiwillige? Kein Ding. Ich mach's. Doch die Schatzsuche wird bald zum Trip in Grenzsituationen, was für den Darsteller des Thomas zunächst eine ganz persönliche Note bekommt. In meinem Fall gab es eine Situation, in der ich halt in diesen Waldweiher rein musste. Und wir haben im Sommer behauptet in dem Film. Und es war aber, glaube ich, am 10. Dezember, da haben wir diese Sache gedreht. Ja, muss ich mal wieder zeigen, wie krass er ist. Und jetzt? Herr, tauch runter! Hier! Bin einmal untergetaucht, zweimal untergetaucht und bin dann wirklich bewusstlos geworden. Also so viel zur Grenzsituation, ja. Und musste dann halt eben so tun, als wäre es halt schön mollig warm und so. Und es war aber schweinekalt. Im Wald war ja keine Strömung, 4 Grad. Ich glaub, ich fühl was. Ich glaub, hier ist was, Alter. In dem Augenblick, in dem ich sozusagen in diesem See springe und sozusagen versuchen muss, diese Szene zu spielen und einfach unter extremer körperlicher Belastung stehe, hat die Figur Thomas den größten Spaß. Zeit für seine Show. Ja, so tief kann es ja wohl nicht sein. Das ist hierzulande noch selten. Ein Genrefilm, der irgendwo zwischen Horror, Science-Fiction, Thriller und Fantasy angesiedelt ist. Das ist verboten, wir dürfen da nicht durchfahren. Wenn es verboten wäre, dann wäre das Tor doch richtig abgeschlossen, oder? Ja, aber wenn es erlaubt wäre, da würde ja wohl kein Schild da hängen. Nicht. Man hatte mich angerufen und hat dann gesagt, ja, wir würden gerne einen Film mit dir drehen, in 3D, der Lost Place heißt. Und dann dachte ich mir so, wow, okay, 3D, das muss ich unbedingt machen. Das ist spannend, habe ich noch nie gemacht. Was erwartet mich da? Und dann hieß es aber, ja, das wird so ein Horrorfilm. Ich stehe privat gar nicht auf so ein Genre. Umso schöner, das mal selber drehen zu dürfen. Ja, man hat ja selten die Chance, so einen Science-Fiction-Film. Man kriegt ja selten so ein Angebot für einen Science-Fiction-Film in Deutschland. Jesse? Eine ehemalige Militärbasis, ein verwahrloster Campingplatz und eine befremdliche Stimmung. Jesse? Jesse? Jesse! Shit, die zuckt ja. Es liegt irgendwas in der Luft. Ganz ruhig, ich bin da.
Was? Man hat immer Beispiele, wo man denkt, ah, Deutschland, Thriller aus Deutschland, können wir das machen? Haben wir die finanziellen Mittel? Alter, was ist das für ein kranker Scheiß, Mann? Hier im Wald gibt's eine Hubanlage. Ja. Krass. Technologie für den Dritten Weltkrieg. Mind Control. Wenn du die Stimmung einer Bevölkerung beeinflussen kannst, dann brauchst du keinen Krieg zu führen. Und die paar Toten gehen als natürliche Statistik durch. Ja, genau, Alter. Und du hast den Plan als Einziger. Ich fand das eine super Geschichte, super interessant, gerade mit dem Aspekt im Hintergrund, dass es diese Experimente mit der Strahlung ja wirklich gegeben hat, dass die Amerikaner wirklich im Kalten Krieg diese Experimente gemacht haben, dass es dort in der Umgebung wirklich Todesfälle gab, ungeklärte, mysteriöse Todesfälle. Die Sache mit dem Geocaching wird immer unwichtiger, so wie der Ort zunehmend an Bedeutung gewinnt. Lost Place ist das Regiedebüt von Thorsten Klein, der sich mit diesem Film als ganz schön mutig zeigt. Und der hier, auch musikalisch, selbstbewusst auf seine Hollywood-Vorbilder verweist. Thorsten hat ganz anders als ein klassischer Regisseur mit uns geredet. Ja? Der hat Bilder im Kopf gehabt, die er uns erklärt hat. Und darüber haben wir kommuniziert. Also der hat nie irgendwie gesagt, spuck ihn mit deinem Text an oder so Sachen, wo man dann vielleicht als Schauspieler eher was damit anfangen kann. Er hat viel erzählt und dadurch hat man einen viel größeren Raum, wo das Gefühl dahinter steckt.